Wie wir alle wissen, ist kollodiales Gold verboten. Darüber habe ich ebenfalls ein Video gemacht. Also habe ich mir gedacht, das Produkt kann ich nicht herausbringen, weil ich habe gesetzlich keine Möglichkeit gehabt, da irgendwie drum herum zu kommen oder sonst wie wo was. Also habe ich mich ein bisschen mehr mit Alternativen beschäftigt, weil ja viele Menschen bei uns in der Vitasomal-Gruppe, in der Facebook-Gruppe ja gefragt haben, ne, dass sie das Produkt gerne hätten und solche Sachen. Ich habe aber ein bisschen Alternative für euch rausgesucht, um euch da ein bisschen zu sättigen, und zwar Bacopa heißt hier. Sehr lange in der ayurvedischen Medizin schon sehr lange bekannt. Und zwar gibt es da bioaktive Substanzen, ja, und die Bakuside A und B. Und was die können, das geht's gleich los. Nach 12 Wochen konnte die beste Wirkung dementsprechend dann erzielt werden. Und die größten Effekte waren verbesserte Gedächtnisleistung, Lernleistung, bildliche Erinnerung und vor allen Dingen Beschleunigung von Informationen, was dementsprechend auch sehr, sehr wichtig wäre, wenn man meine Videos schaut. Du weißt schon, was ich meine. Bacopa war sogar überlegen dem, ja, ist das, Modafinil, das ist ein Arzneistoff, der ebenfalls eingesetzt wird bei der Schlafkrankheit, weil er genau das Gegenteil bewirken soll, Konzentrationsförderung, und war dieses Bacopa sogar auch jenem überlegen. Jetzt hat man zwei verschiedene Sachen untersucht, und zwar zunächst mal muss man wissen, dass Acetylcholin, das ist kein Fragment aus der Heizung, sondern es ist einfach ein Neurotransmitter bei dir im Gehirn, das wichtig ist bei der Reizweiterleitung, ja. Das heißt, je älter du wirst, desto weniger produziert dein Körper davon. Das merkst du daran, dass die Reaktionsfreudigkeit, man kann nicht mehr Auto fahren und so weiter im Alter, immer weiter absenkt. Das heißt, wie zack ein Mensch ist, desto so alt ist er auch im Kopf. Das merkt man ja dann. Zum Beispiel Dr. Probst ist zum Beispiel noch sehr, sehr jung, habe ich ihn erlebt, wo er da war. Er ist schon fortschreitendes Alter, aber im Kopf her noch super jung, sehr viel Acetylcholin natürlich noch erhalten. Nach 200 Milligramm pro Kilo im Körper. Mach's nochmal, ne, Patrick? Mach's einfach nochmal und dann ist alles gut, ne, Patrick? Nach 200 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Gabe Bacopa konnte dieses eben massiv eingeschränkt werden wieder. Tolle Eigenschaft schon mal. Eine weitere Eigenschaft, Lipofuscin. Das sind sogenannte Altersflecken, die sich an Neuronen dranheften, ja, und durch oxidativen Stress vermehrt vorkommen, konnte ebenfalls um 20% gesenkt werden bei der Einnahme von Bacopa, hier in Studien zu sehen. Ebenfalls sehr, sehr interessant, bei der Gabe von 40 bis 80 Milligramm pro Kilo Körpergewicht, ja, sehen wir eine deutliche Zunahme der Dendriten. Das sind bestimmte Nervenzellen, ja, die sind Tastarme haben. Und die reichen sich sozusagen, hey, gib mir die Hand hier, anderer Dendrit, ja, und andere Nervenzelle. Und es ist so gesehen da gerade essentiell bei der Neuerlernung von Dingen, ja, wo neue Verknüpfungen im Gehirn entstehen müssen. Das ist genau das zum Beispiel auch sehr, sehr effizient, natürlich auch bei Schlaganfällen und so weiter. Dies konnte ebenfalls erheblich gesteigert werden, ja. Jetzt haben wir vorsichtig gedacht, okay, jetzt haben wir die Neuronen untersucht, wie wirkt es auf Neuronen, ne? Schön, aber wir wollen das Ganze noch tiefer wissen. Und dann sind sie noch tiefer gegangen, haben das Ganze auf der zellulären Ebene nicht nur untersucht, sondern ebenfalls auf der genetischen Ebene. Man hat sich die Gene angeguckt, die Genexpression, die DNA. Und hier wurden dann ja, normale menschliche Zelllinien, ja, dementsprechend SHSY5Y, menschliche Zelllinien, damit behandelt. Und ganz interessant zu sehen, ja, dass gerade bei den Zellen, die schon aus Stammzellen differenziert sind, das heißt, aus Stammzellen wurden Neuronen, ja, und davon bei denen konnten 66 Gene, wurden hier beobachtet, verändert werden, ja. Und nicht nur das, sondern ebenfalls auch 20 neuronale Expressionen, was wirklich schon sehr signifikant ist, und dann ist natürlich auch nichts mehr so dran zu rütteln, ja, dass dieses natürlich erheblich wirkt, aber das habe ich schon immer gesagt, dass sekundäre Pflanzenstoffe deine Gene beeinflussen, dass du so bist, wie du sein solltest, und zwar gesund. Dann hat man sich gedacht, okay, womit hängt das jetzt nochmal zusammen? Und ist noch tiefer gegangen, ja, und hat sich überlegt, schauen wir uns mal die Regulationsmechanismen an der bestimmten Transkriptionsfaktoren, ja. Das heißt, wann wird ein Gen abgelesen und was ist dafür zuständig, dass dieses Gen abgelesen wird und beeinflusst wirklich dieses Bacopa jene? Und hier wurden 3 Stück dann dementsprechend untersucht. Und zwar das erste ist FOXO3 und das wurde inhibiert. Was das macht, kommt gleich dazu. Und ebenfalls NRF2, ja, und ATF4 wurden dementsprechend erhöht an Transkriptionsfaktoren. Jetzt muss man sich überlegen, okay, diese Pflanze wirkt auf 3 Transkriptionsfaktoren der DNA dementsprechend. Ja. Also Transkriptionsfaktoren entscheiden, was exprimiert wird, das heißt, was abgelesen wird auf der DNA, was gebildet wird dann dementsprechend aus der DNA, ne, was daraus entsteht dann aus der DNA, ja,
Ich hoffe, versteht jeder, was Transkriptionsfaktor sind. Und diese drei wurden eben dabei, ja, dementsprechend getriggert. Und wir sehen, dass NRF2, ja, und ATF4 maßgeblich für die Gedächtnisleistung da sind. Und diese wurden erhöht, ja, und ebenfalls die Hemmung von Alzheimer. Und dann ebenfalls FOXO3 wurde inhibiert, ja, und jetzt immer, was macht das? Und FOXO3 ist dementsprechend da für den Zelltod. Das heißt, wenn diese verhindert werden, sterben auch weniger Neuronen, ja, und das hat ebenfalls dieses Bacopa ausgelöst, ja. Es gibt viele Eigenschaften, ja, zum Beispiel auch sehr, sehr interessant, haben die Forscher dann ebenfalls noch weiter geprüft, was passiert denn, wenn oxidativer Stress, ob es auch das verhindern kann? Da wurde dementsprechend das Medium H2O2, Wasserstoffperoxid, genommen, welches zerfällt zu radikalem Sauerstoff. Und das radikale Sauerstoff greift natürlich in hohen Konzentrationen auch Zellen an. Und bei 10 Mikrogramm pro Milliliter konnte dieses signifikant verhindert werden und die Zelle dort signifikant geschützt werden und damit auch als Marker vor Sauerstoffradikalen ebenfalls schützt. Ich finde wirklich sehr beeindruckende Pflanze und vielleicht muss man nicht immer auf verbotene Substanzen wie kollodiales Gold zurückgreifen, sondern kann sich vielleicht erstmal der Natur bedienen. Ich hoffe, ich konnte dich damit wieder inspirieren. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Ich würde mich auch ebenfalls sehr, sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und dabei immer auf die Glocke drückst, damit du wirklich informiert werdest, wann ich dir wieder helfen kann. Dankeschön, dass du meine Videos schaust. Wirklich. Danke. Danke dafür. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.